Was werden wir wohl heute machen? Erdbeerkuchen. So lecker. Hallo Leute und willkommen zurück bei Naturally Awesome. Ich bin Eva und heute machen wir einen super leckeren Erdbeerkuchen. Erdbeeren haben Saison und mein Dad wollte unbedingt mal einen Erdbeerkuchen haben. Deswegen machen wir heute einen super leckeren Biskuit-Erdbeerkuchen mit einer Mango-Erdbeerglasur unten drunter und eventuell ein bisschen Passionsfruchtsaft oben drüber. Klingt das nicht herrlich? Ich kann es kaum noch erwarten, endlich loszulegen. Deswegen schaut euch schnell mal an, was wir für diesen leckeren Kuchen so brauchen, bevor wir loslegen. Für diesen himmlisch leckeren Erdbeerkuchen braucht ihr für den Boden 2 Tassen entsteinte Datteln plus 1 Tasse Wasser oder Kokoswasser, 2 Tassen Mandelmehl und 1 Tasse Kokosmehl. Und wenn ihr ihn lieber fettarm halten wollt, dann 2 Tassen Kokosmehl und 1 Tasse Mandelmehl plus 1 Teelöffel Vanillepulver und für die Glasur ungefähr eine halbe mittelgroße Mango, aufgemixt mit 3 bis 4 Erdbeeren. Und natürlich ungefähr 250 Gramm halbierte Erdbeeren. Und für den Guss den Saft von 2 bis 3 passierten Passionsfrüchten. Und die Zubereitung ist jetzt ein bisschen anders wie das, was ihr vielleicht auf dem Video seht. Denn ich habe versucht, all die Zutaten für den Boden im Vitamix aufzubereiten. Aber das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich das wollte. Aber wenn ihr natürlich eine Küchenmaschine bzw. einen Food Processor habt, dann könnt ihr die ganzen Mehle, Vanillepulver, Datteln und Wasser in einen Food Processor geben und sie da zu einem Teig verarbeiten. Wenn nicht, dann mixt einfach die Datteln mit dem Kokoswasser zu einer Paste auf und knetet sie unter eure Mehle, mit dem Vanillepulver natürlich, bis es dann ein richtig schön fester Teigklumpen wird. Und aussieht wie das, was ihr jetzt seht. Hat doch noch gut funktioniert, oder? Und den verteilen wir jetzt in einer Kuchenform oder in einem Kuchenring auf einem Teller, bis er schön gleichmäßig verteilt ist. Einfach immer schön runterdrücken und gleichmäßig verteilen. Eventuell mit dem Löffelrücken noch etwas gerade machen. Und schon ist unser Kuchenboden fertig. Bereit für den nächsten Schritt? Der ist super einfach, denn jetzt müsst ihr lediglich eure Mango-Erdbeerpaste auf dem Kuchen verteilen. Und die sieht schon absolut lecker und cremig aus und ich kann euch sagen, die schmeckt auch super lecker. Wenn ihr das dann habt, dann kommen natürlich die Erdbeeren oben drauf. Nun gebt einfach eure Erdbeerhälften einmal rund um den Kuchenring und dann, bis sie überall auf dem Kuchen verteilt sind. Et voilà! Zum Schluss noch 1-2 Erdbeeren zur Dekoration in die Mitte und schon ist der Kuchen fast fertig. Denn was jetzt noch übrig bleibt, ist natürlich der Passionsfrucht-Drizzle on top. Hierzu nehmt einfach euren Passionsfruchtsaft und verteilt ihn auf eurem Erdbeerkuchen. Und das gibt dem Kuchen nochmal das gewisse Etwas durch diese Passionsfrucht-Zitrusartige Note. Jetzt müsst ihr nur noch den Kuchenring entfernen oder den Kuchen aus der Form nehmen und schon ist er fertig. War das nicht ein schnelles, einfaches Kuchenrezept? Und ich finde, der sieht noch dazu super duper lecker aus. Hier haben wir ihn, den super leckeren Erdbeerkuchen. Sieht der nicht klasse aus? Ich finde, der verdient auf jeden Fall einen Daumen hoch. Deswegen, wenn euch dieses Rezept gefallen hat und ihr noch mehr von diesen super leckeren Rezepten sehen wollt, dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und für tägliche Inspirationen findet ihr mich auch auf Facebook, Instagram, Pinterest und Snapchat. Alles unter Naturally Awesome. Die Links sind auch unten in der Videobeschreibung.
Und ich werde jetzt erstmal ein Stück von diesem Kuchen abschneiden, denn er riecht absolut göttlich und er sieht auch noch super lecker aus. Ich habe hier mal ein Stück abgeschnitten und das werde ich jetzt probieren. Also ich würde sagen, da habe ich euch auf keinen Fall zu viel versprochen, denn dieser Kuchen schmeckt absolut lecker. Probiert ihn aus! Ich hoffe, ihr probiert dieses Rezept auch mal aus und schreibt mir, wie es euch gefallen hat und wie ihr es fandet. Und bis zum nächsten Mal, denkt dran, keep it light and simple, and as always, naturally, awesome! Bis zum nächsten Mal! Bye! Einfach erdbeerig lecker. Der riecht echt himmlisch. So richtig fruchtig erdbeerig. Und mit dem Passionsfruchtguss obendrauf, unbezahlbar. Strawberries and lime, this cake is divine. Well, no lime in here, but it's divine anyway. Yum! Isn't this cute?